Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute ein Spiel aus dem Jahr 2017, was es irgendwie über, ich glaube, Humble Choice in meine Bibliothek geschafft hat, nämlich dieses Spielchen. "9-11 Operator", oder es gibt, glaube ich, auch das gleiche Spiel mit dem Namen 112 Operator. Das 911 ist dann eher so, glaube ich, der amerikanische Markt, und 112 ist dann eher hier so wie in Europa. Und man übernimmt die Rolle eines Einsatzplaners in so einer Einsatzzentrale. Ich habe keine Ahnung, was hier auf mich zukommt, und deswegen gucken wir uns das einfach mal an. Also hier oben schon mal schöne Menüs, das ist ja toll. Weiß man jetzt auch nicht so richtig, was das hier ist. Das ist Exit, ist klar. Und wahrscheinlich ist es hilfreich, mal ein Tutorial zu starten. Ihr kennt mich, ich nehme einfach. So, benutze Kopfhörer oder Lautsprecher. Benutze Kopfhörer oder Lautsprecher, um deine Erfahrung zu steigern. Indem du den Gesprächen sowie den Geräuschen im Hintergrund zuhörst, bist du imstande, auf Meldungen schneller zu reagieren. Wie klingt das für mich gerade schon ein bisschen anstrengend? Ich weiß auch nicht. Aber wir machen hier einfach mal weiter. Hier gibt es noch ein paar Tipps. Wie spricht man mit einem Disponenten von der 9-11 Einsatzstelle? Versuche ruhig zu bleiben. Beschreibe die Situation kurz und knapp, nur Tatsachen. Also das Spiel scheint hier auch so einen kleinen Bildungsauftrag zu erfüllen. Wo bist du? Was ist passiert? Also man lernt auch ein bisschen was. Ich klicke hier mal auf Fortsetzen. It seems like this is your first duty. Shall we begin the training? Okay. Nochmal die Frage, ob ich mit dem Training beginnen möchte. Sprachausgabe ist Englisch, Texte sind Deutsch. Your main objective is to manage the teams of police officers, blue, medics, white, firefighters, red. Here you can modify your teams. Assign new okay, haben wir verstanden, oder? Deployment. Klicke erst einmal auf Entsendung starten. Also das Blaue sind anscheinend alles hier meine Polizisten. Hier habe ich irgendwie so verschiedene Gesellen, die da irgendwie drin sitzen. Hier haben wir noch einen Krankenwagen. Hier kann ich anscheinend auch für harte Dollars noch irgendwelche Einsatzwagen kaufen. Ja, dann machen wir doch mal hier Entsendung starten. Mal gucken, was passiert. Then right-click to send it to any place in the city. The units will find their way if possible. Kann man eigentlich hier auch irgendwie, ja, mit den WASD-Tasten kann man auch steuern. Also hier ist es auch irgendwie, was ist das für eine Karte? Das ist jetzt, glaube ich, einfach nur irgendeine Karte. Da hat, glaube ich, nichts mit irgendwelchen realen Orten zu tun. Die Einheiten finden den Weg, sofern dies möglich ist. Das hat man auch in Echtzeitstrategiespielen schon mal. Die finden auch den Weg, wenn sie es irgendwie hinkriegen. You should remain aware of the hospitals, police and fire stations, as your units may need to drive back to base. You can press space to show or hide the bases. Was? Du solltest stets deine Krankenhäuser, Polizei und Feuerwehrstationen beachten, denn deine Einheiten könnten zu ihren Stützpunkten zurückkehren wollen. Drücke die Leertaste, um die Stützpunkte ein- und auszublenden. Now disperse your units throughout the city. You might want to use the plus or minus buttons or the mouse wheel to change the zoom level and see the whole city. When you are done, okay, click verstanden. Now wait for incoming incidents. Here it is. Click new incident to display the details. So, neue Meldung. Now select a police unit, blue. And dispatch it to the incident by clicking it with a right button. Oh, hier eine Party in der Nachbarschaft ist zu laut. Wahrscheinlich werden Drogen konsumiert. Polizeieinsatz benötigt. Verdächtigte 5. Adresse 294 Pipeline Street. Was soll ich jetzt machen? Wähle nun eine Polizeieinheit blau und entsendet sie zu dem Vorfall mit Hilfe der rechten Maustaste. Das ist wohl der Vorfall. So, rechte Maustaste. Ich prüfe das. Jawohl. Kannst ja auch mal ein bisschen Gas geben jetzt hier, ne? Was versteckt sich hier unten noch?
Gar nichts. Ne? Ach, hier oben kann ich anscheinend auch noch pausieren und beschleunigen. The situation overview is available. You can find your team members on the left side and the incident elements on the right side of the window. Move the pointer over any element to see additional info. Erledigt in 31 Sekunden. What? Erledigt in 17 Sekunden. Okay. The team members will do their job automatically. You can also manually pick a team member and choose a task for him using the left mouse button. At least one unit should stay on site until all the elements of an incident will be resolved. Achso, das ist jetzt erledigt, die Person, und jetzt ist die dran. Und die ist in 5 Sekunden erledigt. Und da kann man jetzt mit der linken Taste noch irgendwas drücken? Nee, oder? Auswählen und ihm mit der linken Maustaste eine Aufgabe zuteilen. Ja, aber was denn für eine Aufgabe mit der linken Maustaste? Du kannst aber auch ein Mitglied auswählen und ihm mit der linken Maustaste eine Aufgabe zuteilen. Da passiert doch gar nichts, wenn ich hier irgendwo... Naja, gut, sei es drum. Oh, eingehender Anruf. 911, what's your emergency? Good evening. I need help. Yeah, stupid thing. What's your name, sir? I'm Jacob Kobus. Click the dialogue option of your choice to progress through the conversation. Usually, cool. You should ask for the from? Detailed address first if it hasn't been determined. Until Why'd the conversation is finished, the time slows down. It can't go down. It's very dark. Should you send firefighters? Genau, ich sage ihm einfach, ja, kletter doch selber hoch. Ja, komm, wir sind mal die Feuerwehr. Now, decide who should be sent to the incident. You can also choose to ignore an incident if you decide that there is no need for an intervention. Click on the address to center the camera over the incident if you are not sure which one it is. Das ist auch gut, einfach sagen, ja, ich schicke die Feuerwehr und dann einfach, komm, ich ignoriere den Typen einfach. Nee, ihr Katzen von Bäumen zu holen, ist ja schon wichtig. Dann schicken wir doch mal hier die Feuerwehr hin. Zack. Okay. So, die Jungs sind anscheinend jetzt hier von der Party zurück. Wo fahren die jetzt eigentlich hin? Die fahren da jetzt irgendwie immer hin und her, kann das sein? Machen die irgendwie so Patrouillefahrten oder was machen die da? Und mit der Leertaste konnte ich dann irgendwie die Stationen ausblenden, aber die Stationen sind doch... Oder war das nicht Station, sondern Status? Habe ich wieder irgendwie Blödsinn gelesen? Weil das sieht doch jetzt eher so aus wie ein Status. Also der hier, die haben alle Langeweile und der fährt zu einem Einsatz. Gut. Achso, die Feuerwehr ist ja gleich da. Und jetzt. Was ist denn jetzt hier ignorieren und warten? Jetzt weiß ich nicht genau, was hier eigentlich passiert. Ah, jetzt, ich prüfe das. Und nun? Info? Einsatzort? Hier geht doch gar nichts. Den Meldung ignorieren. Und wenn ich auf Warten klicke, ist es weg. So. Klicke auf die Adresse. Ach, ich muss auf die Adresse klicken. Nee. Ja, ich habe jetzt der Feuerwehr. Ah, jetzt hat es irgendwie geklappt. Okay. Alles klar. Mach so weiter bis Dienstschluss. Ach, das klingt ja total spannend jetzt hier. Das heißt, ich sitze jetzt hier ein bisschen dumm rum. Oh, hier gibt es eine neue Meldung. Jetzt passiert was. Medizinische Unterstützung benötigt. Ein Verletzter. Uiuiuiuiui. Dann nehmen wir doch den da und den schicken wir jetzt dahin. So, ich prüfe das. Ab geht's. Nur kein Stress.
Alle Zeit der Welt, alles easy. Ich weiß jetzt nicht so genau, was sie diese beiden Schalter ignorieren, ist halt, ist mir doch egal. Warten bedeutet, was auch immer. Hier oben, das ist anscheinend meine Dienstuhr. Ich habe jetzt noch 2 Minuten 15, die ich hier durchstehen muss. Oh, jetzt kommt ein neuer Anruf. Jetzt wird aber hier Stress gemacht. Was brennt? I'm sorry, ma'am. What's burning? It's burning. Send in the fire brigade immediately, please. Okay, I'm sending the fire department. Well, I'm waiting. So, ab Feuerwehr dahin. So, und hier? Passiert jetzt was? Hier wird jetzt jemand versorgt von den beiden freundlichen Ärztinnen und hier macht sich die Feuerwehr auf den Brand. Oh, schon wieder eine neue Meldung. Oh, hier, Feuerwehr benötigt technische Störung. Na, dann schicken wir doch die Feuerwehr dahin. Wieso das schon wieder? Katzenbesitzer meldet, dass seine Katze auf einem Baum stecken geblieben ist. Schon wieder? Und schon wieder eine neue Meldung. Oh, hier. Medizinische Unterstützung benötigt. Polizeieinsatz benötigt. Ach du. Jetzt wird aber hektisch. Da muss ich jetzt hier sogar Polizei schicken und Ersthelfer schicken. Das geht ja ab. So, die hier oben haben jetzt wieder Langeweile. Was ist hier das hier? Weiß man nicht. 2247 West Monroe. 11 Drogenkonsum. Oh, eine neue Meldung. Feuer in einem Haus wurde gemeldet, keine gefährlichen Substanzen erwähnt. Medizinische Unterstützung benötigt. Okay, dann fährst du dahin und du fährst dahin. Na, du fährst auch dahin. Das ist irgendwie so ein Spiel, wo man sich dann tatsächlich auf den Feierabend freut. Oh, hier neuer Anruf. Eieieiei. Hello, I would like to order a baked macaroni with extra cheese, please. Ach, solche Anrufe gibt's auch. You have a wrong number. Yes, I know. Oh, and 2 cans of soda. So, da schicken wir eine Polizei hin. Zack. Geht das auch? Ma'am, do you have an emergency? Yes, I do. Aber können Sie sprechen? Talk about it because of someone in the room? Yes, exactly. Do you also need medical attention? Is somebody hurt? Yes, do you know how long it will be? Ah, ich schick mal die Polizei. Send it right away. Yes, please. Bleiben Sie dran. Ah, ich hätte vielleicht nach Waffen fragen können. No, thanks. I hope we'll get here soon. All right, the officers are coming. Na gut, das ist ja was spannend. Uiuiui, und eine neue Meldung. Medizinische Unterstützung. Da haben wir doch irgendwo... Irgendwo haben wir doch hier ein... Wo fährt der jetzt hin? Na gut, dann muss er halt von da oben kommen. Oh, hier wird es aber spannend, was da jetzt abgeht, ne? So, was geht denn jetzt hier ab? Oh, hier wird einer verhaftet. Erledigt in 28 Sekunden. Und da ist auch jemand verletzt. Verängstigte Frau, gesperrt durch betrunkener Rowdy. Müsste ich da jetzt eigentlich jemanden hinschicken? Ja, da die braucht auch einen Arzt, da gibt's aber gerade keinen. Doch, da gibt's wieder einen. So, da kommt er hin. Oh, hier brennt's doch schon wieder irgendwo. Kann das sein? Ach, die sind am Arbeiten. Okay, die sind am Arbeiten. Was haben wir hier? Geburt. Ach so, wie Geburt? Undercover Pizza. Was? Oh, jetzt geht's aber ab hier. Ja, das sieht doch super aus. Wann habe ich eigentlich Feierabend hier?
Oh, hier. Meldung. Zusammenfassung der Schicht. Erfolgreiche Einsätze 9. Im Gefängnis 0. Strafzettel 5. Anweisung ins Krankenhaus 1. Ruf 15. Grundeinkommen 5000. Belohnung 15.000. Gebühren 2500. Gehälter. Fahrzeugwartung. Bilanz 13.000. Plus gemacht. Ach, guck hier. Der Levi Gruber wurde verletzt. Das ist aber schade. Was ist jetzt hier? Gelöst 0. Gelöst plus 1. Gelöst plus 3. Ja, toll. Cool. Zurück. So. Und jetzt? Los geht's. Oh, Kinder, ich glaube, das spiele ich jetzt hier keine Stunde. So, Schicht beginnen. Ob das in so einer Einsatzzentrale wirklich so ist? Oh, hier passiert was. Oh, was haben wir denn hier? Medizinische Unterstützung, Polizeieinsatz womöglich bewaffnet. Oh, wow, 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 hier, da aber jetzt mal. So, der Notarzt wartet jetzt mal ein bisschen. Wir schicken da erstmal die Polizei hin. So, jetzt kann der Notarzt auch mal auf den Weg machen. Okay, da sind ja so ein paar irgendwie, die verhaftet werden, wenn ich das richtig sehe. Zweite Polizei ist unterwegs, jawohl. Und der Krankenwagen, was ist denn das jetzt hier? Rote Ampel missachtet, das geht ja nicht. So, was machen wir hier? Der wird aber doch versorgt, oder? Ja, ja, der wird versorgt. So, hier, der Typ mit der roten Ampel, den haben wir doch gleich erwischt. So. Ja, Junge, das gibt aber jetzt mal ein fettes Bußgeld, ne? Gut, die sind fertig. Oh, jetzt ist hier Feuer. Technische Störung. Da ist ja zum Glück direkt einer vor der Tür. Was ist hier? Polizeitransport benötigt? Okay, die beheben die technische Störung. Tolle Sache. Neuer Anruf. What's your emergency? Hello? My stomach hurts really bad. Lass mal eine Adresse fragen. Okay, tut noch was weh. Does anything else hurt? I vomited half an hour ago. Sir, have you drank alcohol lately? Well, I went to a party last night and maybe I drank a bit too much. Sir, it's probably a result of too much alcohol last night. I think that's the reason. I can't send an ambulance in such a situation, so here's my advice. Wait a couple hours. If the pain is still there or it increases, get yourself to the emergency room at the hospital, okay? Okay. I guess you're right. Bye. Ready for the next case. So, wir wollen jetzt hier meine eingebrochenen Knochen. Okay, zack. Was haben wir hier schon wieder? Eingehender Anruf. Ach, das war das da. Den wollen wir ignorieren. Ja. Hoffentlich war der einfach nur besoffen. Sind das eigentlich hier die Leute, die da drin sitzen? 2-2? 1-2-3-4 oder was? Und wieso habe ich das bei der Feuerwehr nicht? Oder was bedeuten hier diese Pünktchen oben? Weiß man jetzt auch nicht so richtig, ne? Ist schon so ein bisschen ein Spiel, wo man auf die Uhr guckt und fragt sich, wann ist die Schicht vorbei?
Epilepsieanfall, Medizin. Okay, dann schicken wir da mal einen Wagen hin. Also ich könnte mir halt vorstellen, es geht wahrscheinlich jetzt immer so ein bisschen weiter und es kommen wahrscheinlich jetzt immer mehr Stressfaktoren hier rein, dass man irgendwie auch mal ein paar doofe Entscheidungen treffen muss. Aber offensichtlich ist das jetzt hier das, was in diesem Spiel passiert. Ne? Ich sitze vor diesem Kontrollbildschirm und schicke kleine viereckige Kästchen zu kleinen, was sind das, sechseckigen Kästchen. Erstmal nach dem Ort fragen. So. Ist irgendjemand verletzt? Was ist passiert? Wie alt? 14. What do you want us to do, ma'am? Come over there and shoot her? What? Ja, das war's wert. Das war's mir wert. So, was haben wir denn hier? Was ist denn hier los? Da stehen jetzt hier ein paar Polizisten und hier ist irgendwie. Keine Ahnung. Aber ihm wird ja geholfen, ne? Oh, hier passiert wieder was. Ach, das war das. Ja, komm. Oh, kriege ich eine Beschwerde. Nicht, dass das Ärger gibt mit meinem Chef hier. Ohne Neumeldung. Was haben wir? Okay, betrunkener Fahrer verursacht Autounfall. Das heißt, wir schicken da erstmal die Polizei hin und wir schicken natürlich einen Notarzt hin. Gut, läuft. Hier kann man bestimmt noch ein bisschen Gas geben. Oh, was haben wir jetzt? Feuerwehrbedingungen, technische Störung. Ja, da ist aber was los hier. Und ein neuer Anruf, jetzt geht's ab. Could you check it? Where's the car parked? It's a restricted area. So what is it about this parked car that has you concerned? Private cars are not allowed to park here. Why is that, sir? It's for safety reasons. Maybe I'm overreacting, but could you send the police to check it? Can you give me the address of where this car is parked, sir? I'll have an officer check. Ja, komm. They'll decide if the car should be towed. Thank you. Bye. Die haben ja gerade nichts zu tun. Was haben wir jetzt? Polizeieinsatz benötigt. Hier, kompletter Einsatzwagen mit 5 Leuten schicken wir mal hier zu diesem Raser. Gute Sache. Da wissen die Leute, für was die Steuergelder ausgegeben werden. Gebrochene Knochen nach einem Sturz. Okay, ab geht's. Jetzt ruft schon wieder jemand an. What's your emergency? Yeah, hello. There is a fight out in the street. Can you please send the police quickly? How many of them are there? There are 2 of them. Is anybody injured? I don't think so. They've just started and they're mostly shouting and pushing each other. Can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at... Did you see if they had any weapons? No, I didn't see any.
Maybe it's possible to calm them down. Do you think you could do that, ma'am? I could try. What should I do? You could tell them that the police are on the way, and if they don't stop, they're going to get arrested. Hey! You, stop fighting! The police are on the way! Oh, it worked. They've stopped fighting, and it Super. Looks like they're just talking now. Good job, ma'am. Thank you. Bye. Macht man das, dass man dann einfach zu irgendeiner Frau sagt, ja, schlichte halt mal selbst, geh halt mal hin und red mal mit denen, vielleicht wegen sie sich wieder ab. Weiß ich nicht. So, er kann wieder wegfahren. Ohne neue Meldung. Was haben wir? Verletzte eine Person. Zack. Oh, da jetzt geht's aber. Ach nee, da oben ist schon. Okay. Was haben wir hier schon wieder? Gesprächsbeenden. Ja. Ach so, okay. Also auch die erledigten Sachen muss ich auf Ignorieren klicken. Ist jetzt hier meine Schicht nicht eigentlich um? Was habe ich eigentlich für Schichten? Habe ich 24-Stunden-Schicht? Oh, meine Schicht ist um. Oh, ja, gibt's aber miese Dinge hier. Laute Nachbarn, keine Reaktion. -6, wieso denn keine Reaktion? Hä? Na, sei es drum. Tochter außer Rand und Band ignoriert -8. Okay, aber sonst habe ich ja ein paar Pluspunkte gesammelt hier. Was haben wir denn hier? Im Gefängnis sind 5 Leute. 2 Strafzettel, 3 ins Krankenhaus, 0 Tote, 7 eingeliefert. Mein Ruf ist 18, meine Effizienz ist 42%. Das ging schon mal besser, ne? Und Bilanz $16.000. Boah. Oh hier, du wurdest in die nächste Stadt befördert. Zurück okay, um fortzufahren. Giftige Schlangen. Es ist schwer festzustellen, ob eine Schlange giftig ist, weswegen man immer vorsichtig sein sollte, wenn man einer Schlange begegnet. Und immer die nötige Distanz wahren sollte. Das ist übrigens auch in unserer Region gar kein schlechter Tipp. Ich habe gelesen, so in der nächstgrößeren Stadt ist dann nämlich auch tatsächlich mal eine Schlange rumgekrochen. Weil die irgendwie aus so einem Terrarium ausgebüxt ist. Weil normalerweise haben wir es hier nicht so viel mit Schlangen zu tun. Ich überlege gerade, ich glaube, irgendeine Natter ist, glaube ich, hier. Eine Kreuzotter ist, glaube ich, so das Giftigste, was wir hier theoretisch haben könnten. Ich habe noch nie in meinem Leben eine gesehen. Gut, ansonsten nur nicht giftige Schlangen. Grundlegende Charakteristika von giftigen Schlangen. Sehr breiter Kopf mit schmalem Nacken. Spitze Nase, elliptische Pupillenform. Sowohl giftige als auch harmlose Schlangen können einen dreieckigen Kopf haben. Ich bin ja auch so ein bisschen kurzsichtig, ne? Das heißt, ich würde an die Schlange erstmal ganz dicht rangehen und mal gucken, ob die eine elliptische Pupillenform hat. Ja, das ist übrigens auch, was man so bei diesen alten Western immer sieht, mit diesem Gift aussaugen. Habe ich jetzt auch mal gelesen, das ist kompletter Nonsens. Möglicherweise ist das Aussaugen von dem Gift viel schlimmer als das Gift selbst, weil man denjenigen dann mal so richtig kräftig mit den Bakterien, die man so im Mund hat, infizieren kann. Nun gut, lassen wir das mal hier stehen. Ich bin jetzt in Albuquerque. In New Mexico. 1706 von spanischen Kolonistenkunden. Da lernt man doch ein bisschen was dabei, oder? Pflegen einen positiven Ruf nach jeder Dienst in dieser Stadt. Was? Pflegen einen positiven Ruf nach jeder Dienst in dieser Stadt, um fortzufahren. Okay. Wir machen es nochmal. Weniger Vorfälle, schwächere Kriminelle. Komm, jetzt machen wir mal hier Experte. Die Ingame-Pausenfunktion ist inaktiv. Strafe für Schichtüberstunden. Noch mehr Vorfälle. Höherer Malus bei fehlgeschlagenen Vorfällen. Ja, zacker. Ist das in den USA so, dass man die einfach anruft? Dann sagt man hier, prügeln. Da komme ich nicht so richtig drüber. Er merkt das, ne? Hier prügeln sich 2 Leute bei mir vom Haus und der sagt dann zu mir, ja, geh halt mal hin und red mal mit denen. Weiß ich nicht, ob das bei uns auch so wäre. Vielleicht schon. So, jetzt geht's aber mal ab hier. So, haben wir irgendwie... Ach, hier habe ich nur 2000. Ich verstehe noch nicht so richtig... Egal. Ihr wollt jetzt wissen, was ich nicht so richtig verstehe, ne? Warum ich hier Sachen kaufen kann? Dann müsste ich ja erstmal heftig Geld sammeln, damit ich die überhaupt kaufen kann. Das heißt, ich muss mal mindestens eine Schicht hier überstehen. Na, los geht's.
So, im Expertenmodus geht's los. Schichtbeginn. Und da geht's schon ab. Ohne neue Meldung. Was haben wir? Feuerwehr benötigt Feuer. Was? Achso, ist ein Feuer. Nachbarschaft hat Feuer gefangen. So, zack, fahren wir mal hin. Fühlen wir uns schon mal gut. Die Feuerwehr ist unterwegs. So. Kann losgehen. Und die nächste Meldung. Was haben wir hier? Technische Störung. Okay, komm, fahr hin. Zack. Gut, warten. Gibt es eigentlich auch unterschiedliche Feuerwagen, wenn ich das so sehe? Der sieht so aus, als hätte er eine Leiter oben drüber. Oh, und die nächste Meldung. Medizinische Unterstützung benötigt. Verletzte 1. Ja, komm, zack, Kinder. Los geht's. Na, hier kommt auch Stimmung auf. Und ein Anruf. Na, was gibt's? Erstmal nach der Adresse fragen. Sir, what's happening there? Er kommt zum Punkt. What happened to your daughter, sir? Du. Okay, sir, we're gonna get ambulance on the way. Have you checked her pulse? Ja, schicken wir mal einen hin, ne? Do you know what happened to her? Was haben wir hier? Da ist auch schon wieder irgendwas unterwegs. I'll send a patrol there. Please stay where you are and try not to move or touch anything. Was will ich schicken? Die Polizei will ich schicken. Oh, die sind nicht auf der Nähe. Okay, aber hier gibt es noch wieder eine Meldung. So, was haben wir hier? Polizei verdächtigt 2. Das ist doch das da, oder? Und die nächste Meldung. So, medizinische Unterstützung und Feuerwehr. Zack. Ist das hier ein Panzerwagen oder was ist das hier für ein Symbol? Oder ist ein Motor? Er ist ein Motorrad. Wo kommt denn der da oben her? Ach, hier ist ja auch noch was. Hier ist auch noch was. Ah, Panik. Habe ich doch alles gar nicht. Unerwartet ihr Kind auf die Welt bringen. Was haben wir hier oben? Gebrochener Knochen nach dem Sturz. Das ist ja, glaube ich, nicht ganz so wichtig. So, die sind aber hier irgendwie auch fröhlich zum Einsatz unterwegs. Wie schaut's aus? Tochter des Anrufers erledigt. Das ist ein bisschen makaber, oder? Erledigt in 6 Sekunden. So, wie sieht's aus? Schaut's denn hier aus? Die sind, glaube ich, noch ein bisschen beschäftigt. Die haben aber nichts mehr zu tun. Die können doch dann mal hier hinfahren. Und jetzt müsste ich mal irgendwie... Boah, ich habe viel zu wenig Krankenwagen, habe ich den Eindruck. Ist halt so, ne? Ja, hier die Feuerwehr können wir schon mal hinschicken. Boah, neuer Anruf. Mir doch egal. Where did this happen? In the middle of the street. While I was standing at a red light, he just dragged me out of my car and drove away. Hat GTA gespielt. Hast du das Nummernschild? What's the address of where this happened, sir? It happened at 145 What color is your car? Purple. What type of car is it? Muscle car. Expensive one. So how many suspects did you see? Guess? We're notifying the officers in the area now. They'll see if they can find your car. Thank you. Goodbye. Oh, hier soll ich vielleicht mal wieder ein bisschen aktiv werden mit Krankenwagen, ne? Hier die Leute mal so ein bisschen einsammeln. Oh, das gibt, glaube ich, eine ganz miese Schicht. Oh, eine neue Meldung. Oh nein, hier schon wieder. Wieso sind alle krank, meine Güte?
Wir schicken mal hier. Oh, hier drei womöglich bewaffnet und ich schicke einen Polizisten hin. Das ist natürlich auch ambitioniert. Schicke ich vielleicht gerade noch einen. So, hier können wir noch mal ein bisschen Kranke einsammeln. Was ist hier für einer? Wo fährt denn der überhaupt hin? Wo fährt denn der hin? Macht der irgendwas? Komm, fahr da hin. So, hier, zack, nächster Notfall. Ach du. So, was haben wir hier? Feuerwehr hat irgendwie einen Verletzten. Ich habe auch keinen Krankenwagen. Okay. Hier haben wir, warten wir auch einfach mal. Junge, Junge, jetzt wird's hektisch. Da ist irgendwie am Brennen. Oh, hier wird's spannend. Nee, es ist kein Motor, da sind noch zwei Leute unterwegs. Ah, da ist noch irgendein Verletzter. Oh, schon wieder ein Anruf. Did you see him pass out? No, he was on the ground when I found him. Does he have any visible injuries? No, I think he's not injured. Lassen Sie ihn. Is he breathing? Yes. Breath smells so bad. Okay, betrunkener. Dann können Sie ihn lassen? Echt? Das sage ich dann? Dann können Sie ihn lassen? Okay. Dann können Sie ihn lassen. So, jetzt habe ich ja hier wieder ein paar Krankenwagen. Ne? Da könnte ich ja jetzt hier mal ein paar wieder irgendwie hinschicken. Jetzt ist irgendwie die Feuerwehr ein bisschen Not am Mann. Habe ich irgendein Feuerwehrauto, was gerade nichts zu tun hat? Nö, habe ich nicht. Okay, außerhalb des Einsatzgebietes, dann fahr halt mal dahin. Oder hier dahin, erstmal. So, die sind glaube ich jetzt auch erstmal. Der hat hier zwei. Ach nee, das sind die Belegungsplätze. Der hat also hier zwei Typen im Auto. Und muss die jetzt erstmal abliefern. Das heißt, den kann ich jetzt mal nicht so ohne weiteres einsetzen. Hier poppen da schon wieder überall hier die Kranken auf. Junge, 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 Junge. Vier Verdächtige, okay. Das artet jetzt schon langsam so ein ganz kleines bisschen Stress aus, ne? So, der hat hier wieder was zu tun, dann geht's mal dahin. Wo sind meine Feuerwehrautos alle? Hatte ich da nicht mal zwei von? Wo sind denn die? Hm? Da ist eins und langweilt sich. Hier, da brennt's doch. Fahr hin. Ach, Anrufer. Da weht einfach. Yes. Ich glaube, dass mein Ehemann Koch ist. I'm sorry, what do you mean, man? I think he makes drugs. Ich meine Drogenkoch. Ah, all right. Why do you think so? Vielleicht will er Tote entsorgen. Zu viele hat die Vorschuss gesehen. So kann ich hier irgendwie sinnvoll irgendjemanden hinschicken. Ja. What's your address, ma'am? Hold on there, ma'am. I'll send an officer and an ambulance to you. Oh, Polizei und Krankenwagen, meine Güte. Schicken wir erstmal einen Krankenwagen hin. I'm listening. Heading over there. Reporting. Understood. Shots fired. Reporting. Da ist ein Feuer, da kann ich doch überall mal die Feuerwehr hinschicken. Habe ich irgendeine Polizei über? Nö, ne?
Boah, hoffentlich ist die Schicht bald vorbei. Das ist ja echt anstrengend als Experte. Okay, Polizei können wir auch hinschicken und die Polizei können wir da hinschicken und die Feuerwehr können wir dann da hinschicken. Blockierten Verkehr? Ja, da war ja schnell weg. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay. Man kommt gar nicht mehr dazu, die Meldungen zu lesen, weil man irgendwie die ganze Zeit hier ganz wild am Kästchen am Klicken ist. Ist jetzt schon auch ein bisschen anstrengend, finde ich. Jetzt bubbert das da rot. Jetzt weiß ich gar nicht so richtig, was das heißen soll, wenn das hier rot bubbert. Heißt das, das sind Überstunden dann oder was? Hier habe ich noch eine Feuerwehr, die kann ich dahin schicken. Ich glaube, ich mache gerade Überstunden, so wie das aussieht. Hier ist irgendwie ein Notarzt über. Muss ich die jetzt echt alle abarbeiten, bevor hier irgendwas passiert? Wir sind hier fertig, super. Ich weiß nicht genau, was dieses Rode-Ding da bedeutet. Keine Ahnung, was passiert denn jetzt hier? Wieso steht denn der da rum? Und wieso ist er jetzt weg? Ach, der fährt jetzt hier mit zum Krankenhaus oder was? Ja, das ist ja auch clever. Und was passiert hier so? Erledige ich in 60 Sekunden. Da passiert aber gerade auch gar nichts. Ach so, weil ich mit dem Motorrad dahin gefahren bin. Verstehe. Der kann natürlich nicht transportiert werden. Gut, dann fahr du mal dahin. Und du kannst ja hier schon mal hinfahren. Oh Gott, das sind ja üppige Überstunden. Ist, glaube ich, jetzt im richtigen Leben auch nicht so, dass man so lange arbeiten muss, bis alle Meldungen abgearbeitet sind. Was haben wir hier noch für ein Problem? Okay, die sind doch irgendwie haben den Verdächtigen erledigt und warten hier noch auf einen Schwerverletzten, der behandelt werden soll. Das heißt, dann kann ich den noch dahin schicken. So, was haben wir hier? Polizeitransport. Ach, da ist auch ein Verletzter oder was? Oh, der kann nicht transportiert werden, weil er verletzt ist. Und der blockiert dann im Grunde mein schönes, was auch immer. Okay, wir sind hier fertig. Das heißt, jetzt ist er jedoch frei und kann da doch gewiss mal hier hinfahren. Was ist denn hier eigentlich? Einer Verdächtiger. Okay. So, dann schicken wir den da oben hin. Es gibt jetzt dankenswerterweise keine neuen Meldungen, wenn meine Schicht vorbei ist. So dass ich offensichtlich hier ganz gemächlich die bestehenden irgendwie abarbeiten kann. Okay, Polizeitransport benötigt. Super. Der ist doch hier. Der kann doch abholen. Ja, gleich haben wir es doch. Und haben bestimmt nur 8 Überstunden oder so gemacht. Oh, oh, Effizienz 0%. Ruf minus 103.
Oh, das war bitter. Okay, der ist jetzt auch hier erledigt. Dann können wir den mal dahin schicken. Das ist erledigt. Jetzt können wir nochmal hier ein bisschen Gas geben. So, wo hängt sie oben noch? 2247 West Monroe. Polizeitransport benötigt. Ach hier, der ist so voll oder was? Dann müssen wir da noch einen hinschicken. Und dann haben wir es doch. Oh je. Minus 8769, wie meine Überstunden. Ach so, okay. Was haben wir denn jetzt hier? Bilanz $31 habe ich gut gemacht. Aber ich habe... Geht das nochmal ab oder was? Hier ist es ein Haufen verletzt. Zeit ist abgelaufen beim gebrochenen. Gelöst. Ignoriert. Versagt. Zeit ist abgelaufen. Also im Vergleich zu den gelösten sind aber hier die nicht gelösten. Hauen da ganz schön fett rein mit den Punkten, ne? Gut. War nicht zufrieden, du bist gefeuert. Möchtest du nochmal spielen? Nee, eigentlich nicht mehr. Erste Hilfe, Erstickung. Bewege die Person dazu zu husten. Toll, fortsetzen. Ach, ich kann hier auch eine Karriere starten oder was? Das habe ich aber, glaube ich, irgendwie. Ja, cool, oder? Der 9-11 Operator. Also in der einfachen Schwierigkeitsgrad ist es öde. Richtig öde, langweilig. Die Telefonate fand ich zum Teil lustig gemacht, stellenweise. Die fand ich auch zum Teil gemacht. Also mit diesem heulenden Mann, der ganz entsetzt über seine tote Tochter war. Das, also mir geht sowas dann schon auch immer ein bisschen nah. Fand ich da auch gut gemacht. Ist aber, glaube ich, so überhaupt nicht das Spiel, wo ich lange Spaß habe. Also jetzt hat's... Ihr merkt das immer so ein bisschen, wenn ich bei so einem Spiel immer so nach... rechts gucke im Minutentakt, dann langweile ich mich meistens ein bisschen. Beim letzten Mal fand ich es dann auch fast schon wieder ein bisschen zu hektisch. Da ist irgendwie zu viel passiert und wenn man in einem Telefonat ist und da kommt eine neue Meldung, da weiß man auch manchmal gar nicht so richtig, was man machen soll. Dann kann man die Meldung gar nicht wirklich lesen, weil man ist ja am Telefonieren. Was aber eigentlich auch ganz reizvoll ist. Also nach dem ersten Spiel wollte ich dem Ding irgendwie, glaube ich, 2 Fähnchen geben. Zwischenzeitlich wollte ich dem ein Fähnchen geben. Mittlerweile bin ich irgendwie so doch ein bisschen positiver, wobei es mich jetzt auch nicht so wirklich geflasht hat. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich meine Motivation so ziehe und sage, ich will jetzt unbedingt befördert werden und alles mit der Bestpunktzahl machen. Das ist, glaube ich, eher so ein Knobelspiel. Aber wer Spaß an so Knobelspielen hat, ich glaube, der könnte ja auch seine Freude haben. Also ich stehe der Sache, glaube ich, relativ... Ich weiß es wirklich nicht. Ich überlege gerade bei sowas auch immer über die Steam-Rezension, ob ich da Empfehlungen ja oder nein sage. Und 2 Fähnchen wären eigentlich, wo ich Empfehlung ja sagen würde. 2 Fähnchen ist so Tendenz eher Empfehlung nein. Aber eigentlich ist das Spiel schon auch schön gemacht. Also es bietet halt jetzt nicht viel von der Grafik und von der Optik her, aber ich finde halt so die Gespräche, die Telefonate sind nett gemacht. Ich habe ja auch mal gelacht dabei, weil es auch irgendwie ganz, ganz charmant war. Ich würde mal sagen, wir geben dem mal gute, neutrale 3 Fähnchen. Also wenn ihr Spaß an solchen Knobelspielen habt und solche Spiele, wo man das Level vielleicht auch ein paar Mal dann spielt, bis man es dann gelöst hat, wahrscheinlich eine schöne Geschichte. Genau. Ansonsten macht Dinge, die euch Freude bereiten. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.